Before I go into the subjects of true life in God, bevor ich auf die Themen des wahren Lebens in Gott eingehe, I will just go into a brief resume, möchte ich einen kurzen Überblick geben of what is the Trinitarian, because it's the Trinitarian spirituality of true life in God. Welches die Dreifaltigkeitsspiritualität des wahren Lebens in Gott ist, denn es ist eine Trinitätsspiritualität. Jesus has been dictating to me messages and the Father and the Holy Spirit. Jesus hat mir Botschaften diktiert, aber auch der Vater und der Heilige Geist. And this has been done so that we realize that especially the Holy Spirit is the third person of the third divine person, and it is a person, because some people make the Holy Spirit as if it is some sort of abstract image. Und das geschah vor allem, damit wir erkennen, dass der Heilige Geist eine Person der göttlichen Dreifaltigkeit ist, eine wahre Person. Denn viele Leute machen sich eine ganz abstrakte Vorstellung vom Heiligen Geist. Some people ask me, do they have a difference between one from the other? Manche Leute fragen mich, gibt es Unterschiede von der einen zur anderen Person? They have a difference of, I'll tell you, the Father is very paternal. Es gibt Unterschiede, die ich euch sagen will. Der Vater ist sehr väterlich. The Father was described by Jesus in a short message, and that is somehow the image he gives is a complete image. Jesus beschrieb mir den Vater in einem kurzen Porträt, aber das enthält die wesentlichen Züge des Vaters. Jesus says about our Heavenly Father, Jesus sagt über unseren himmlischen Vater, My Father is a king. Mein Vater ist König. Yet so motherly. Aber doch so mütterlich. A judge. Ein Richter. Yet so tender and loving. Aber so zärtlich und liebevoll. He is the Alpha and the Omega, yet so meek. Er ist das Alpha und das Omega, aber doch so sanftmütig. So he used the word motherly, that means loving, because a mother, you know, is embracing the child all the time. Er benutzte das Wort mütterlich, denn ihr wisst, dass eine Mutter das Kind in ihre Arme nimmt. Tender and loving. Zärtlich und liebevoll. And meek. Und sanftmütig. And my experience of the Father in the beginning is that I obtained a very paternal attitude. Und meine eigene Erfahrung war am Anfang, dass der Vater mir gegenübertrat in einer ganz väterlichen Haltung. And very simple. Und ganz schlicht und einfach. As it says, meek, very meek. Wie es schon heißt, sanftmütig. And I felt this through the image he has given me of his heart. Und ich spürte das durch das Bild, das er mir von seinem Herzen gegeben hat. And his mere presence with me in that way that I'm receiving the messages, I felt this simplicity and this paternal attitude he had. Und diese Schlichtheit, dieser Haltung spürte ich in den Botschaften, die er mir gegeben hat. This is what I can describe about the Father and the Son now. The Son, das kann ich in der Beschreibung des Vaters sagen. Und nun der Sohn. The Son is like a holy companion, a friend. Der Sohn ist wie ein heiliger Gefährte, wie ein Freund. And at the same time a teacher. Und gleichzeitig ein Lehrer. This is the and a spouse at the same time. Und gleichzeitig ein Bräutigam. So he confides to you all his desires. Er teilt uns alle seine Wünsche mit. He says to you that you should trust him.
Er sagt uns, wir sollen ihm vertrauen. At the same time he expects from you that you will be trusted too. Und zur selben Zeit erwartet er von euch, dass that you will be trusted. That means you will be sincere also. Ah, also dass wir aufrichtig zu ihm sind. This is the way he acts with me, at least in this message. So jedenfalls geht er mit mir in den Botschaften vor und um. And as best friends, even unto death you will not separate. Und bis zum Tode wird er mein bester Freund sein, wird sich nicht von mir trennen. He will take you all the way to his cross. Er wird euch alle immer an sein Kreuz führen. But he would have told you that before already. Aber er sagt euch das im Voraus. You will not be surprised because you have kind of made a deal with him. So dass ihr nicht überrascht seid, sondern ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. So you will walk with him and the place that he will lead you is all the way to his cross. So, wenn wir mit ihm gehen wollen, dann ist der Weg, den er uns führt, immer der zum Kreuz hin. He will make you walk into his footprints. Er will uns in seinen Fußstapfen wandeln lassen. That have blood still. Die ganz blutig sind. From suffering. Vom Leiden. You will obtain what he has. Ihr werdet das erhalten, was er hat. He's persecuted. Er wird verfolgt. You will be too. Und ihr auch. And there will be a lot of suffering. Und es wird viel Leiden geben. But always with encouragement. Aber alles das, dafür erhalten wir Ermutigung. And you will do everything with love. Und ihr werdet alles mit Liebe tun. And with courage. Und mit Mut. This is the second picture, I would say, of the Son. Das ist das zweite Porträt, das des Sohnes. And the third of the Holy Spirit now. Und nun das dritte vom Heiligen Geist. He is like a lamp in front of you. Er ist geradezu wie eine Lampe, die vor euch brennt. And where you walk, he lights the place. Und wohin ihr auch geht, da erleuchtet er den Ort. But I would like to share a message, because there are many messages from the Holy Spirit. Aber ich möchte euch eine Botschaft mitteilen. Es gibt sehr viele über den Heiligen Geist. Where he describes himself. Worin er sich selbst beschreibt. He describes himself as a fire. Er beschreibt sich als ein Feuer. He describes himself as the water, purifying water. Er beschreibt sich als ein Reinigungswasser. As a rich soil where you put your seeds in. Als ein reicher Ackerboden, in den ihr euren Samen streut. And he's just completely, you know, you would be surrounded with his love. Und ihr sollt ganz vollkommen von seiner Liebe umgeben werden. He says here. Er sagt hier. Look, I am like a rich soil. Schau. Ich bin wie ein reicher Ackerboden. If you sow your seeds in me, wenn ihr euren Samen in mich einstreut, your harvest will be eternal life. Dann wird eure Ernte ewiges Leben sein. And paradise will be your home. Und das Paradies wird eure Heimat sein. Come to me without delay. Kommt unverzüglich zu mir. And I will make you rich. Dann will ich euch reich machen. Through your poverty. Bei all eurer Armut. Strong. Stark. Through your weakness. Bei all eurer Schwachheit. Zealous and faithful. Eifrig und treu. Through your wretchedness. Bei all eurer Erbärmlichkeit. A living altar for our Trinitarian holiness. Ein lebendigen Altar für unsere dreifaltige Heiligkeit. Through your nothingness. Bei all eurer Nichtigkeit. I am an unceasing prayer in you. Ich bin ein immerwährendes Gebet in euch.